Es regnet heute ziemlich und deswegen haben wir uns unter das Stadiondach verkrochen mit Delort und Sola von der Spielvereinigung Wesseling-Urfeld. Wir tippen heute den 22. Spieltag in der Mittelrheinliga. Bereit? Ich bin bereit. Dann kann es losgehen. Freitagsspiel FC Hürth gegen SV Bergisch Gladbach 09. Die sind Tabellendritter. Wer gewinnt da? Ich sag da, der Bergisch Gladbach gewinnt. 1-2. Hürth spielt hier heim. Bergisch Gladbach hat Ambitionen oben, holt halt mitzuspielen. Und ich denke, die machen das schon. Dann gehen wir zum Sonntag über. Der Tabellenführer Bonner SC trifft auf den SV Eilendorf. Ja klar, Bonner SC ist momentan auch irgendwie eine Macht da in der Liga. Ich habe jetzt schon gesehen, die haben mehrere Punkte Vorsprung und ich denke, die gewinnen auch 2-0. Alemannia Aachen, die zweite, trifft auf Borussia Freialdenhofen. Okay, das Spiel ist sehr, sehr interessant. Alemannia Aachen hat irgendwie die letzten Spiele jetzt wieder gewonnen. Die haben gegen BSC auch unentschieden gespielt. Und da Aachen jetzt auch wirklich gut drauf ist, denke ich schon, dass Aachen das Spiel auch gewinnen wird. 1-0. Dann kommen wir zum FC Hennef 05. Die spielen als Tabellensechster gegen Viktoria Arnoldsweiler, Achter. Okay, wir haben auch kürzlich gegen Arnoldsweiler gespielt. Ja, ganz schwere Mannschaft, aber die haben ganz vorne drin halt den Vincent Geimer und der ist momentan auch wieder richtig gut drauf. Da denke ich auch, dass Arnoldsweiler gewinnt, 1-0. Dann Abstiegskandidat gegen Aufstiegskandidat, SV Breinig, die sind 16. gegen VfL Alfter, 2. Okay, das ist eigentlich schon klar. Ich denke, Alfter wird da ganz klar gewinnen, 3-0. TSC Euskirchen, 4. Trifft auf Germania Windeck. Ja, Euskirchen ist momentan nicht so gut drauf, aber Windeck kämpft halt auch mit gegen den Abstieg und da denke ich, dass Euskirchen auch gewinnt, 2-1. Gut, bevor wir zu eurem Spiel kommen, noch TV Herkenrath 09 gegen VfL Leverkusen. Ja, wir haben jetzt kürzlich gegen Herkenrath leider 4-2 verloren zu Hause und ich denke, dass Herkenrath das Spiel diesmal aber auch verlieren wird, 1-0. So, und dann kommt ihr dran. FC Blau-Weiß Friesdorf, 9. gegen euch, also Spielvereinigung Wesseling-Urfeld. Ihr steht aktuell auf 13. Kommt ihr da noch raus? Ja, klar. Also ich bin mir da sehr optimistisch, dass wir rauskommen. Und ich denke, dass wir das Spiel auch gewinnen werden. 2-0. Tor von dir? Ich hoffe. Sehr schön. Drücken wir die Daumen. Das waren die Spieltagstipps auf Rheinkick TV.